und willkommen hier zum nächsten Packs und eine Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur Partie Bayern München gegen RB Leipzig. Das Ganze natürlich in der wunderschönen Allianz Arena. Ich war noch nicht vor Ort, aber das Stadion ist einfach cool, was man so natürlich im Fernsehen sieht und allgemein auch auf der Karte sieht das Stadion extremst nice aus. Bayern gegen Leipzig hier zurück in den Bundesliga-Kosmos nach der Bundesliga-Pause. Bundesliga-Pause, ich hasse jede Pause, ich hasse die Länderspielpause, ich hasse jetzt die Pause, wo nicht mal Länderspiele am Start waren. Bayern gegen Leipzig, was für eine Spitzenpartie. Leipzig natürlich gehört weiter nach oben in der Tabelle, sind wir uns, denke ich, mal alle einig, dass Leipzig immer eigentlich so in die Top 4 mindestens gehört, Top 3, Top 4, hinter Bayern, beziehungsweise vor Dortmund, vor Bayern, Fragezeichen. Aber diese Partie wird, glaube ich, der FC Bayern München für sich entscheiden. Ich sag 3-1. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Ich habe 4 Päckchen am Start und wir gehen rein in Halbzeit Nummer 1. Halbzeit Nummer 1 und es ist nicht mehr normal. Es kommt direkt ein Glitzersticker von den Bayern. Joshua, Kimmich und Goretzka sind beide erfolgreich. Und ja, schießen direkt mal die Leipziger aus dem Stadion. So kann man es sagen. Tolisso mit dem 3:0. Mit dem 3:0. Leipzig wird hops genommen. Glaube ich. 3:0 nach einem Pack. Ja, kann sich sehen lassen. Kann sich definitiv sehen lassen. Mainz 05. Trikot. Toprak. Sandhausen. Darmstadt. Seguin. Leverkusen, Arnold und Weezy Oxford. 3:0 für den großen FC Bayern. Die Leipziger, ja, blamieren sich, wenn es so weitergeht. Weil wenn das der FC Bayern München nochmal in der zweiten Halbzeit schafft, dann steht es am Ende 6:0. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Und da sind wir auch noch lange nicht. Wolfsburg-Logo. Kuschas, huch. Peter Gulagi, das ist natürlich jetzt bitter, dass sogar der Peter am Start ist. Der Peter, das heißt, der nächste Torabschluss von den Bayern wird pariert. Es ist kein Tor für Leipzig. Und es ist auch erstmal weiterhin kein Tor am Start. Oder es passiert kein Tor hier. Wer ist das? Das ist hier. Geister. Sein Tschüss von den Mainzern. Bringt uns nichts. Dynamo Dresden. Lucas Hernandez, es ist kein Tor. Peter Gulagi ist am Start. Also, der Peter rettet Schlimmeres. Aber es bleibt beim 3:0. Die Bayern, ich denke mal, damit können sie sich definitiv nicht beschweren, wenn sie hier am Ende des Tages 3:0 gewinnen gegen RB Leipzig. Die nächsten wichtigen 3 Punkte für den FC Bayern München. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und haut rein. Tschüss.